So, einen wundervollen schönen guten Tag wünsche ich euch. Lange nicht mehr gehört, dennoch wiedererkannt. Ich habe die Kamera jetzt ein bisschen weiter oben. Ihr seht, hier ist alles noch ein bisschen unstrukturiert. Das liegt daran, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft in der Black Friday Week. Und ja, das ist noch nicht alles so ganz so, wie es sein sollte, weil ich musste da mit dem DisplayPort-Kabel noch zusätzlich holen. Und ja, will das ja alles ein bisschen anders stellen. Deswegen ist die Kamera notgedrungen so ein bisschen weiter da oben jetzt. Ne? Das ist aber auch noch nicht final. Das ist jetzt nur mal für das Video. Ne? Und dann werden wir mal schauen, wie es dann in der Zukunft wird. Ich hoffe, ihr habt gut getradet die letzte Woche. Ich hab's voll verpasst mit dem Video. Die Woche ging so schnell rum. Ruckzuck war Freitag und habe selber noch ein bisschen gehandelt. Und deshalb war von meiner Seite aus da mit dem Video plötzlich auf einmal Freitagmittag und. Naja, jetzt machen wir es heute. Gestern Montag, Schontag. Ja. Und jetzt legen wir los. Was in diesem Video ich euch zeigen werde, machen wir es am besten so. Also hier ist mein Desktop. Ich sehe, ich habe im Moment nur einen Monitor. Ja. Hier oben läuft das Recording-Tool. Aber ist ja nicht schlimm. Andere schließe ich nachher an. So, machen wir es einfach so. Also, es geht um OTC, ne, wie ihr wahrscheinlich schon am Logo und am Text im YouTube erkannt habt. Ne. Wir haben ja jetzt eine OTC-Gruppe, Testgruppe laufen vom 7.11. an bis 7.12. Ne, das heißt, die laufen also noch bis, ne, noch 8 Tage. Ne, heute 29. 7, 8 Tage. Und, ja, die Ergebnisse sind soweit gut, die Leute sind begeistert und das wird auf jeden Fall weiterlaufen. Ja. Wer, wie, was, wo, das will ich euch jetzt mal zeigen. Ja. Also, zum einen Organisation. Ich meine, das haben wir jetzt aufgeschrieben, das war mal aus dem Protokoll. Ja. Das habe ich jetzt in abgewandelter Form hierfür auch benutzt. Ja. Tut der liebe Matthias und der liebe Sebastian, ja, hauptsächlich der Matthias, weil er die Sachen auch da einbindet in die Server, dass die Signale auch alle kommen, weil das nicht so einfach ist wie mit den normalen Metatrader-Signalen, die der Metatrader-Charts hat, weil das wird ja wieder über den Dritten so eingebunden und das ist was für jemand, der dann halt mal schnell eingreifen kann, programmiertechnisch, wo mir einfach das Know-how fehlt. Ja. Und deswegen habe ich das dann an den Matthias abgegeben. Der ist ja Feuer und Flamme. Ja. Die Signale sind auch gut. Vor allen Dingen könnt ihr auch samstags traden, sonntags traden. Wenn ihr samstags Zeit habt, weil ihr die Woche über keine Zeit hattet, kann man sich samstags, sonntag dahinsetzen. Da gibt es in der Testgruppe natürlich auch verschiedene Ergebnisse, ne, auch wo man ein bisschen aufpassen soll. Da wird es nochmal wahrscheinlich eine kleine FAQ geben. Ja. Weil man ist, es gibt keine Börsenöffnungen dort, es gibt keine Börsenschließungen, es gibt keine 3-Bullen, 2-Bullen-News, es gibt keine Rede-News, es ist halt OTC-Chart. Gibt es ein paar andere Punkte, wo man drauf achten muss. Und da wird es aber auch nochmal so einen kleinen FAQ-Leitfaden, Hilfe, wie auch immer, geben, in schriftlicher Form natürlich. Ja. Und ebenso der Sebastian, der ist auch da, ihr wisst ja, unser Community-Moderator, Fleißsternchen, sehr engagiert dabei, den könnt ihr auch zu allem fragen und der ja, packt an, der weiß alles. Sie wissen alle mehr als ich, das ist das Problem. Ja. Was heißt das Problem? Ich habe die Signale auch getradet mit kleinen Ovolos im Echtgeld, anfangs auch im Demokonto, ist ja eine Testgruppe gewesen und wir wollen auf jeden Fall public gehen. Es gibt aber leider auch eine Vereinfachung, es gibt keine statistischen Daten darüber oder sowas. Ja. Aber die in der Testgruppe sind alle sehr zufrieden. Natürlich gibt es auch mal Fehltrades. Ne? Also ich habe ganz normal getradet. Normaler Trade, erste Erhöhung, zweite Erhöhung und wenn der nicht gesessen hat, dann Ende Gelände. Aufgehört. Hatte ich bisher nicht einmal gehabt, muss ich sagen. Ja? Man hat auch die Renditen bei Pocket Karte, also es geht nur um Pocket Option, ja? Muss ich sagen, sind 92%, ja? Teilweise auf jeden Fall über 70, viel über 90, 89. Ja? Also da ist schon hoch. Ne? Die niedrigen Prozente gibt es auch. Ganz, ganz selten mal, dass einer mal weniger Prozent hat. Aber mein Gott, Signale kommen mehr als genug. Sogar wir haben jetzt nur M5 getestet. Machen jetzt noch einen M2-Server für die letzten 8 Tage und stellen den dann auch zur Verfügung. Gut. Das Ganze läuft dann wieder ab wieder. Welche Zahlungsdienste? Also ihr könnt das im Shop buchen. Ab dem 1.12. ist dort
der Artikel im Shop geführt, ja, OTC-Signale. Dann könnt ihr einmal, das ist das Single-Paket, ja, also da könnt ihr buchen M5, M2 und dann gibt es einmal das Double-Paket, ja, da könnt ihr M5 und M2 gleichzeitig buchen. Ja. Gehen wir gleich näher drauf ein und ist auch blöd, wie die Kamera da oben ist, wenn ich irgendwie hier hochgucken muss. Ich gucke einfach geradeaus. Ja. Jo, geht in den Shop, einfach buchen, bezahlen, ihr kriegt die Bankdaten. Ja. Bitte. Alles per Banküberweisung. Ja. So ist das euch alles zuordnenbar. Das ist sonst für mich, ich habe auch manchen Leuten, weiß ich, in der Vergangenheit mal mit PayPal. Das ging aber dann über mein PayPal-Privatkonto und ich konnte das dann wieder auf mein privates Bankkonto. Von dort habe ich es dann wieder rübergeschoben aufs Geschäftskonto mit der dementsprechenden Bestell-ID, dass das zuzuordnen ist. Ne? Das ist ja hier keine Mickey-Maus-Veranstaltung, ja, sondern das ist ja hier ist ja eine Firma. Ja. Da kommt nochmal das Finanzamt, die gucken auch mal. Das ist halt immer, wie soll ich das erklären? Ja, ja, gucken Sie mal, der hat da überwiesen über PayPal, dann geht es darüber auf mein privates Bankkonto, von dort überweise ich das dann meistens gesammelt, dann sammle ich 1, 2, 3 Leute, schicke das dann gebündelt darüber. Ja. Da denken die auch, Idiot, warum machen Sie das? Ja. Die sollen per Banküberweisung gut ist. Ja. Also das Finanzamt zeigt mir dann Vogel, ja. Deshalb machen wir das jetzt auch nicht mehr. Im nächsten Jahr sowieso nicht mehr. Die E-Mail-Adresse. Ich rate auch keine auf die E-Mail-Adresse, die sie bisher hatten, das einfach mal blind zu senden, weil die gibt's nicht mehr. Da wurden neue Adressen hinzugefügt. Ja. Und es ist nur die Banküberweisung möglich, wie es auch im Shop steht, wie ihr auch die Daten bekommt. Und wer mal damals vor einem halben Jahr mal per PayPal bezahlen konnte, wenn ihr das bezahlt, dann ist das Geld im Nirvana und ihr kriegt es nach 4 Wochen wieder. Weil die E-Mail-Adresse ist nicht mehr zugeordnet. Also bitte, macht das so. VPS-Server. Ja. Den natürlich haben wir Strato genommen, ne, wo auch bisher die anderen herkömmlichen Signale drüber liefen. Und 99,99% Anbindung. Ja, ich wüsste keine Off-Time. Ja. Wenn dann mal am Wochenende mal irgendwie so von Freitagabend 22 Uhr bis Samstagmittag um 12 oder so, gab es da mal Wartungsarbeiten, aber es gibt unter der Woche eigentlich keine Off-Time. Ja. Vor allen Dingen, seitdem ich immer die Windows-Updates ausstelle und die am Wochenende manuell fahre, weil das hat manchmal das Ganze zerrissen. Dann hat er ein Update gefahren, hat automatisch neu gestartet und dann waren keine Metatrainer mehr gestartet. Aber der Bug oder den Fehler haben wir früher mal vor, aber das läuft einwandfrei durch, da braucht ihr keine Bedenken haben. Auch mit den OTC-Charts. Gut. 57. Ich gucke auf die Uhr. Jetzt mache ich nochmal auf den zweiten Monitor. Jetzt habt ihr das mal gesehen, wie ich hier trickse. Ne? Signalpaket. Ja? Charts mieten, ne? Über die Website kaufen. Ja? Für Pünktchen, Monate. Ne? Also ihr könnt ein Paket, ja, wie es hier auch steht, Dauer für die Kunden, ja? Monatsweise buchen, ja, immer einen Monat. Sprich, wenn ihr startet am 1.12. geht's los, am 3.12. dann geht's bis 3.1. Ne? Ihr könnt jeden Tag traden, jeden Tag handeln, also Wochenenden sind auch dabei. Sind also nicht wie beim herkömmlichen Paket nicht nur 20, 22 Trading-Tage, sondern halt so viele Tage wie der Monat hat. M2 und M5 werden angeboten in zwei separaten Kanälen, die ihr auch separat abonnieren könnt, ja, mit jeweils 20 Assets. Da kommt eine Menge. Es geht auch immer mal Assets dann raus, dann kommen andere wieder rein. Ja. Also wer da schon mal beim OTC in Pocket reingeschaut hat, der weiß, wo Hammer hängt. Ja. Preislich haben wir uns jetzt, da haben wir lange drüber diskutiert. Ja. Ich war ja dafür, 40 Euro zu nehmen. Ja, was los? Ne? Früher war 4 Wochen Paket 80 Euro, das war Standard. Ja. Aber ja, ich habe dann zurückgerudert, ja, ich habe mich breitschlagen lassen. 20 Euro bei, für 30 Tage. Ja. Also das ist 66 Cent pro Tag. Ja. Ein Trade mit 66% ist das. Ja. Ein 1 Euro Trade pro Tag, ja, ist die, der Preis, den ihr dafür bezahlt, für einen Timeframe. Wenn ihr das Doppelpaket nehmen wollt mit zwei Timeframes, also TF Timeframe, sprich M2 und M5, dann kostet es 25 Euro. Ja, also nur 5 Euro mehr. Einzeln kostet es 20. Ja. Start könnt ihr jederzeit ab dem 1.12. Das haben wir auch für euch ein bisschen nach vorne geholt. Das war erst der 12.12. angedacht.
Aber es hat sich jetzt so ergeben, dass wir da schon nicht so viel Leerlauf haben wollen. Deswegen, also wer bucht, kann starten, ganz individuell. Auch wenn er sagt, hey, ich bestelle das jetzt und ich möchte gerne Start haben an dem Tag. Ja? Das ist möglich. Ja? Also, wenn einer sagt, ich will Montag erst starten, nicht hier das Wochenende, weil da bin ich noch im Phantasialand oder weiß der Geier was. Und dann muss Holz hacken. Startzeitpunkt kann man festlegen. Ja? Gut, dann werdet ihr auch in die Gruppe. Ihr müsst natürlich Telegram haben. Ne? Am besten euch mal bemerkbar machen oder in irgendeiner Form. Wenn ihr heißt Klaus Schmidt, ja, und im Telegram heißt ihr Hänschen Klein, ist die Zuordnung ein bisschen schwer. Ne? Und dann schicke ich euch das einfach auf die E-Mail zu. Das habe ich schon öfters gemacht. Manchmal ist es nicht so einfach. Ja? Manche Leute, die heißen dann, was weiß ich, Fritz Mustermann, und im Telegram heißen die Fritz M oder so. Ganz eindeutig. Ja? Aber wir haben das Problem schon mal bei den ganzen Daniels. Ich habe 5 Daniels. Nein, 4 Daniels und einen Dan. Ja. Ja. Und meistens sehe ich dann auch noch nicht mal irgendwie den Namen. Ja. Deshalb, wenn es eindeutig ist, einfach kriegt ihr die Telegram-Einladung im Telegram. Könnt ihr über den Link in die Gruppe reingehen. Und wenn die Zuordnung nicht eindeutig ist, dann schicke ich es euch per Mail zu. Ja. Und beziehungsweise manchmal hatte ich auch schon gehabt, dass Leute ein Signalpaket gebucht haben und waren noch gar nicht im Telegram. Weder in der Gruppe noch sonst wo. Da kann ich es ja gar nicht schicken. Gut. Ja, das schon mal im Gesamten. Heute ist der 29. Ne, morgen wird alles vorbereitet. 1.12. wird es buchbar sein. Ich sage jetzt mal im Laufe des Vormittags. Ne? Pi mal Daumen. Next Level als Trading-System OTC? Nein. Es funktioniert. Man kann die Charts, also das ist, um es mal einfach zu sagen, es ist zu komplex. Und ihr seid auf irgendwelche Dritten angewiesen, die euch... Also ihr könnt ja im MetaTrader als solches diese OTCs gar nicht laden. Die müsst ihr extra mieten, kaufen, buchen, abonnieren. Dann könnt ihr die hintenrum reinfügen. Ja, sage ich jetzt mal so als Laie. Ja. Und da sind aber auch die Unterschiede dann zum Beispiel. Ihr könnt nicht einfach auf den Template-Button klicken, weil ihr müsst immer ein offenes Chart-Window haben mit da, wo die hereingefügt werden, sage ich jetzt mal so. Ich habe selber noch nicht gemacht, ja. Aber ihr müsst auf jeden Fall einen Chart immer da haben, dass er quasi die OTCs reinlädt von extern. Und wie ihr wisst ja, wenn ihr auf den Template-Button klickt, dann lädt er das überall rein. Und dann zerschießt ihr euch schon mal alles. Ja? Ebenso gibt es dann noch Probleme dann immer auch mit Wochenends, wo natürlich der Metatrader kleine Charts Stillstand haben. Und dann ja, gibt es dann keine Werte für Pivot, für Support, Resistance etc. Ja? Also wir haben uns entschlossen, das jetzt erstmal nur auf Signalbasis laufen zu lassen. Ja? Ihr kriegt natürlich, wir gucken uns das gleich an, oder wir gucken es uns jetzt an. Ihr bekommt, hier habe ich jetzt die verschiedenen Signalkanäle, hier seht ihr schon, der ist schon umbenannt worden in M2, M5. Ja? Hier laufen noch andere drin, hier das ist im Moment der Testkanal. Ja? Ihr bekommt dann auch hier den Chart mit dem Signal, hier die Pfeile drauf. Ja? Ihr bekommt dann das Go, wie bei den anderen auch. Ja. Hier ist noch der CS-Wert, das heißt ja der Currency Strange, also die Währung, die Trendstärke, ja, der Währung, ja, oder des Währungspaares. Hier nochmal der Preis, die Uhrzeit. Also es wird genauso getrennt wie die anderen auch. Ne. Wenn ihr jetzt das Signal bekommt, 37, ja, dann wird getrennt, das ist jetzt M5, ja, von 40 bis 45. Ja. 10 Sekunden vorher bekommt ihr nochmal das Go. Ja? Hier Pfeil nach unten, Go, Fund out, bla bla bla. Der Trade ist zu absolvieren. Ne? Wenn kein Go kommt, ne, dann ist das Signal wieder rückläufig geworden. Sprich, dann hat er hier die grüne Kerze gebildet, ja? Ist aber dann in der letzten Zeit dann noch runtergelaufen und dann wird nicht getradet. Aber ihr kriegt hunderte Signale am Tag. Ja? Hunderte. Da sehe ich schon wieder, mein Internet ist tot. Das habe ich heute den ganzen Tag über. Telekom sei Dank. Ja. Ja. Okay, aber macht ja nichts, ich kann das ja offline so durchgehen. Und wir sehen hier, wir haben hier auch die Werte vom RSI. Die werden auch beigelegt vom RSI 14. Das ist immer das, wenn ihr schon mal im Live wart oder schon mal vom Sebastian was gesehen habt oder so an Screenshots in der Gruppe. Der hat ja immer unten noch so die RSI 14 Linie laufen. Ja? Also die sehr langsame, dann kriegt ihr den Wert auch nochmal angezeigt. Das heißt also, wenn der langsame Wert wirklich quasi in einem Grenzbereich ist, dann ist das nochmal wirklich eine, ich würde sagen eine Verstärkung, aber eine zusätzliche Bestätigung. Dazu erhaltet ihr nochmal
eine FAQ. Hier gibt es dann welche, die sind geXt. Ne? Da gibt es nochmal eine kleine FAQ, da lege ich auf jeden Fall Wert drauf, dass das bis dahin steht. Das werde ich auch gleich nochmal anhauen, falls ich ins Internet kommen sollte. Sehe ich unten schon die Fritzbox. Egal, ist jetzt nicht das Thema. Es ist nur nervig heute. Genau heute. Ne? Das ja, ist das Paket, was ihr bekommen könnt. Ne? Für ein 20, für 30 Tage, was 66 Cent pro Tag entspricht. Ja. Oder beide Pakete, ja, M2, M5 für 25. Die Artikel werde ich in den Shop packen. Die gibt es schon. Die werde ich dann am 1.12. live schalten. Und dann könnt ihr euch das durchlesen, buchen oder fluchen. Nein, fluchen will niemand. Okay. Infolgedessen muss ich noch ergänzend dazu sagen, ja, auch aufgrund der relativ moderaten Nachfrage wird es das reguläre Signalpaket ab dem 1.12. falsches Datum 22 nicht mehr geben. Ja. Für Bestandskunden läuft es noch weiter. Sprich, die jetzt noch Pakete gebucht haben, ja, für die Zukunft. Das wird noch weiterhin bestehen bleiben. Auch die das bekommen haben mit dem als Gratiszugabe bei dem Next Level, ja, konnten die Leute ja auch da reinkommen. So wie es aktuell ist, werden sie noch beliefert auch. Ich hatte ja neulich schon mal so eine Nachfrage gemacht. Die Resonanz war natürlich wieder prozentual gesehen kaum erfassbar in Bezug auf die Leute und die Anzahl der Leute. Deshalb wird es einfach weiterlaufen gelassen bis zu dem regulären Ende, wo sie das gebucht haben. Und wer jetzt ein neues Paket bucht, der hat dann, also da ist es nicht mehr Bestandteil, das Signalpaket gratis zu bekommen, weil es es einfach nicht gibt. Ja. Und das läuft natürlich auch über den gleichen VPS-Server, auch den Strato, wie im OTC hier oben. Ja. Also von Deutschland. Wir hatten auch schon mal Phasen gehabt, da haben wir einen amerikanischen Server gehabt von Amazon, wie machen die AWS, ne? Da machen die doch auch immer so Werbung. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, beim Fußball oben oder so. Amazon-Server, das war halt immer ein bisschen doof alles, ja, weil das halt dann teilweise ja, 14 Sekunden gedauert hat, bis das Signal da war bei euch, ja. Und ja, wenn ich 10 Sekunden vorher das Go gebe und ihr bekommt das dann 5 Sekunden nach Abgabe, ist es scheiße. Ja. Und das war einfach zu lang. Und Strato und auch die Verfügbarkeit ist super, nicht so wie bei manch anderen Hostings, die es in Deutschland gibt, die etwas vielleicht preisgünstiger sind, aber das lohnt sich nicht. Gut. Ja, dann wäre jetzt eigentlich alles dazu gesagt. Was jetzt ansteht, da gibt es natürlich auch nochmal eine Info in der Telegram-Gruppe. Da gibt es auch nochmal die Info wahrscheinlich im Live-Training heute Abend. Ja. Und ja, dann würde ich mal sagen, falls noch was ist, schreibt ihr einfach in der Hauptgruppe. Das ist auch eine Sache. Die OTC-Testgruppe war eine separate Telegram-Gruppe, dass das wenn die Tester untereinander schreiben, müssen nicht tausende andere Leute das noch mitlesen, was sie vielleicht gar nicht interessiert, weil sie gar nicht dabei sind. Deshalb wurde das damals gesplittet. Das wird aber jetzt dann alles wieder zusammengefügt. Also alles, was hier mit Zero Round Trading zu tun hat, findet in der Hauptgruppe statt. Die Testgruppe wird dann am 8.12. wegoptimiert. Und ja, ich hoffe mal auf reges Interesse. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist einmalig hier. Ja, also ich wüsste nicht, wer sonst noch groß OTC anbietet, ja, in der Form, ja, hier, ja, mit dem ganzen Angaben, mit ja, deutschem Support, ja, oder 24/7 Live-Unterstützung, ja, und ich hoffe, es gefällt euch. Es wird eine gewisse Nachfrage geben, ein gewisses Interesse. Die Signale, die Ergebnisse von der Signal-OTC-Gruppe kann man mal immer mal jetzt posten in den nächsten Tagen rüber, was die Leute selber getradet haben, also was Leute aus der Testgruppe getradet haben. Ja. Und dann bildet euch eure Meinung. Und wenn ihr was testen wollt, ich denke mal, am 20 ist noch keiner gestorben. Ich habe selber jetzt neulich erst nochmal Geld gespendet, ja, für Leute nach dem Unfall. Das war dann auch ja, ein bisschen mehr als ein 20. Und ich denke mal, dafür bekommt ihr 30 Tage die Signale geliefert. Da habt ihr auf jeden Fall einen guten Schnapper gemacht. So, dann haben wir jetzt gucke ich wieder auf meine Uhr, 20 Minuten knapp. Ich drücke ab, sonst wird es zu lang und ist schon lang. Und jo, kommt in die Gruppe, Telegram-Gruppe. Der Link ist immer unten in der Description von YouTube. Ja, und da kommt ihr direkt rein und wir können loslegen. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.